Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen. Heute ist großer Strohtag, sagen wir so, ne? Wir fahren jetzt Stroh zum globalen Markt. Nebenbei läuft noch die Ernte auf Feld Nummer 12. Wie ihr gerade seht, der Dreschenfahrer meldet sich schon wieder. Er hat voll. Klappt aber eigentlich ganz gut mit den Autoreifer-Abfahrer. Das ist okay. Ja, wir haben noch viele Ballen, ne? Von Feld Nummer 48 und 49. Und bei 60 sind noch ein paar bisschen Stroh, wie man so sieht. Da würde ich jetzt nicht so sagen, dass wir unbedingt haben wollen, aber wenn kein Regen kommt und wir haben Lust und Laune, wir haben noch Zeit, dann bin ich da nicht abgeneigt, da auch noch mal einen mit der Ballenpresse fahren zu lassen. Das hat der Kurs vom Drescher, das ist eigentlich kein Problem. Da gibt es da einen. Bei Feld 41, wo ich selber getroffen habe, da weg alleine pressen müssen, ne? Oder weg mit einer Quaderballenpresse holen, das geht schneller. Weil die muss ja nicht immer dieses rauskippen und öffnen, das geht ja in einer Tour, ne? Da gibt es so schöne Quaderballenpressen hier. Und DLC im Herbst mit vielen Pöttinger-Maschinen. Auch Ballenpressen, also die Rundballenpresse, ne? Und mit Wickelkombi. Natürlich werde ich mir, da ich ja dann in der Firma arbeite, auch diese Geräte dann auch entsprechend umstellen und zulegen. Das ist halt so, ne? Werbung in eigener Sache, ne? Habe ich nichts von, aber ich sag mal so, indirekt vielleicht doch, ne? Also, wenn du mehr verkaufen kannst, die Firma, ne? Also ich nicht, aber die Firma. Obwohl, bei mir ist glaube ich die Quote nicht so hoch. Wird sich so nicht zu Buche schlagen, ne? Aber gut, bei vielen anderen ist das halt vielleicht so, ne? Weiß ich aber nicht, ob das sich überhaupt ausschlaggebend ist, ne? Dann haben die irgend so ein Projekt gemacht mit Food und mit Essen und so, keine Ahnung, was das sein soll, aber mal schauen, was so Schönes gibt. Ob das Sinn macht, was die dann mal vorhaben. Muss mal schauen, ne? Ja, Stroh ist viel. 12 mal werden wir noch pressen. Da werden wir bei Gelegenheit mal, sobald einer fertig ist, überfahren. Da kann er das Werk in oder Marsch arbeiten ohne Ende. So, da sind wir wieder da. So. Stückchen vorfahren. Nun. Geht ja relativ zügig mit Abladen und Verkaufen. Ja, ja gut, der kann schon berechnen, ne? Oder ist schon fast fertig, ne? Na, jetzt fährt er los. Das ist mir ganz komisch. Mal gucken. Ach so. War schon abgelenkt. So. Verkaufen wir gleich mal. Na, nicht schlecht. Würde ich nie mit einem Sammelwagen schon hinkriegen. Ne? 1 Million Liter. Oh, kann er wieder fahren auf dem Marsch. Können wir ja Gas geben. Da muss ich bald mal sehen, die anderen Verkauf kriegen, ne? Das fertige Produkt. Da muss ich auch mal bei Gelegenheit. Aber wie gesagt, das ist aber jetzt erst die Aufnahmen sind schon fertig für die Marsch. Das wird nicht geschafft heute. Mit aufnehmen und bearbeiten, das ist schon heftig. Normalerweise mache ich sowas immer nicht bearbeiten, so wie jetzt zum Beispiel in der Zeit. Und lieber abends spielen, ne? Aber es kann sein, dass ich heute ein bisschen Livestream schaue, ja, mal sehen. Ich schaue ja auch ab und zu mal, ne? Vor allen Dingen, wenn es um die Marsch geht. Beim Kartenerbauer ein paar Tricks rausfinden.
müsste ich eigentlich mal bei, das krieg ich ja nicht mit, da muss ich mal schauen, bei Castor, der macht ja auch bei Twitch. Und da könnte ich mir eigentlich mal das Problem mit dem Sägewerk ansprechen, obwohl das Sägewerk ist für mich nicht so wichtig, also ist dann, es fliegt dann raus und nicht, wenn die Balken nicht funktionieren, dann ist es halt so, ne? Weil im Prinzip das Sägewerk ist so nicht schlecht, da hat nur ein kleines Problem. Der Lagerplatz für die fertigen Balken, also diese Balken, die rauskommen, der ist so klein. Das heißt, ich muss mich zu oft darum kümmern, dass ich da die Balken bekriege, ne? Das heißt, ich muss dann nur mich ums Sägewerk kümmern. Das wäre aber auf Dauer zu langweilig, ne? Also ich glaube, das Feld ist fertig. Oder auch nicht. Schauen wir nicht gleich. So, gehen wir gleich hier weiter. Problembalken sind ja weg. Ja, wie gesagt, mit das würde mit normalen Helfern nicht funktionieren, nur mit einem Courseplay, ne? Also da muss man sagen, beide Programme, ob Courseplay und Outdrive, haben ihre Daseinsberechtigung. Und würde es allein die großen Karten gar nicht schaffen. Ne? Aber wie gesagt, diese kleinen Karten würde man nicht interessieren. Ne? Also das ist leider so. Das habe ich schon immer so gehabt bei irgendwelchen Spielen, dann nehme ich gerne die ganz großen Karten. Da hast du doch mehr Möglichkeiten. Ne? Man muss ja nicht jedes Feld machen, das ist nur zusammen. Ne? Also, aber das ist ja das Gute, das man kann sich ja frei entscheiden. Ne? Dann machst du halt ein Feld weniger. Dann nimmst du gewisse Felder, nimmst nicht, die nicht so schön sind, die sich schwer bearbeiten lassen zum Beispiel. Oder weit weg sind, ne? Und alles andere kannst du ja frei machen. Und das ist der Vorteil bei so einem Karten, ne? Und bei den kleinen Karten, da hast du ja auch, ja, da musst du ja ständig die Felder wechseln. Ne? Da musst du ja gucken, oh je, Feld wieder fertig, da musst du den ganzen Tross rüberschicken. Ne? Wenn du ohne Outdrive bist, dann musst du jeden Fahrzeug alleine hinfahren. Ne? Das bist du ja schon beschäftigt mit allein mit Fahren. Ne? Und so ziehe ich gerne so vor bei größeren Karten. Ne? Dann bist du ein Feld und dann bist du halt mehrere, längere Zeit beschäftigt. Ne? Bei Gelegenheit werde ich mal gucken, wie das ist, wie das funktioniert mit Autodrive. Das Stroh los sammeln und einen globalen Markt fahren oder irgendwelchen Ziel. Das muss ja auch irgendwie gehen. Bei Gelegenheit. Also aktuell habe ich dafür keine Zeit. Ist leider so. Aber wenn die Gelegenheit kommt, mache ich das. Also ab dem 10. August. Dann werde ich Zeit haben. Ja, habe mich überlegt. 10. August. Dann sind es noch weitere 4 Wochen. Dann ist mein XXL-Urlaub auch zu Ende. Das ist blöd, ne? Ja, wie gesagt. Mit Arbeit ist es irgendwo, naja, manchmal, nicht immer, manchmal blöd, ne? Aber wie gesagt, ganz ohne geht auch nicht, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe eine super Arbeit, also auch sehr gut bezahlt, also da kann ich echt nicht meckern, ne? Also ich kann mir im Prinzip die Arbeit selber einteilen, mehr oder weniger, und von daher, ich kann nur sagen, dass ich da super Job habe. Da hatte ich echt mal Glück gehabt, ne? Muss dann ab und zu die Kollegen erziehen, dass sie nicht kommen. Das vor allen Dingen, wenn sie gleich was gleich haben wollen, ne? Das gewöhne ich denen ab. Das können sie sich vergessen mit gleich haben wollen. Die können sich ruhig einen Tag vorher melden und sagen, kannst du es einrichten, dass es zum Morgen da ist. Dann ist es sicherlich ein Klacks. Ne? Dann machst du halt eins fertig und machst das nächste dann. Das ist gut, aber wie gesagt, jetzt hier sofort und gleich. Das habe ich schon abgewöhnt. Also die kommen schon ein bisschen früher. Und so muss es sein.
ich muss ja auch meine Arbeit einteilen. Ne? Und dann oft ist es so, das allermeiste ist halt so, dass sie im Prinzip die schöne Arbeit haben wollen. Ne? Also das hat schon mitgekriegt. Also. Aber wenn sie es einrichten lässt, ist das ja auch kein Thema. Ich will mir auch nicht nachsagen lassen, das heißt, oh, ihr konntet nicht arbeiten, weil du nicht gemacht hast. Ne? Wenn du so 3-4 sich melden, dann muss man halt das losziehen. Ne? Wer ist zuerst dran? Ne? Aber gut. Das ist ein anderes Thema, Arbeit und so. Aber im Großen und Ganzen ist das eine schöne Arbeit. Mal sehen, wie der Herbst beginnt, von der Arbeit her, wie das aussieht. Ob das stressig wird oder wieder losgeht mit dem Scheiß. Wir hatten ja 2-3 Jahre richtig viel Arbeit gehabt, Stress. Und dann wurde es ja ein bisschen ruhiger, ne? Bisschen. Und ganz ohne Arbeit war auch nicht. Also. Aber es gibt kein halbes Maß, ne? Also. Und die haben jetzt kräftig investiert an neuen Geräten, neuen Maschinen. Die Halle haben sie renoviert, alles neu gemacht, mehr oder weniger. Viele Anlagen sind neu, mehr automatisiert, Roboter und so, ne? Ich kann ehrlich sagen, die Blechteile, die sie abräumen müssen, die großen Teile, die sind schon sehr schwer. Und da muss ich sagen, da gibt es einen Roboter für, der hebt die Teile, also vor allen Dingen, er stapelt die schön übereinander. Das eine Teil, was die mal abgeräumt haben, per Hand, hat der ein Teil 90 Kilo gehabt. Das ist schon heftig, wenn du damit zwei Mann das Dings rüberräumen musst. Ne? Muss man dazu sagen, manchmal sind die auch ein bisschen, na, ich will nicht sagen blöd, aber man kann sich auch die Arbeit leichter machen. Was ruckelt jetzt hier? Was ist los? Was ist los? Ja, das sind so nur Dinge, die man nicht verstehen kann. Es läuft eine Zeit lang und dann beginnt es auch zu ruckeln. Woran das dann genau liegt, meistens irgendwo ein Fehler geschmissen. Ne? Also, wie gesagt, nächste Karte, die neue mache, da muss ich mal gucken, dass ich das entsprechend viele Mods rauswerfe, die ich nicht brauche. Ne? Dann die Karte neu starten. Liebe hinterher neu rein und notfalls die Geräte halt neu kaufen. Ne? Also, so. Und weg. Und wieder ein bisschen Geld verdient, ne? Für den Marsch. Stroh bringt ja kein Vermögen ein, aber wie gesagt, ich brauch's. In der Marsch kann ich mich verwerten, ne? Weiterfahren, ne? Nicht aufhören. Es läuft ja gerade so gut, ne? Folge Nummer 3. Jetzt. Fast 13 Uhr. Ja, lacht doch an diesem Skript, wo Global Company, wo ich kaum die zweite Folge, dritte Folge, ja, jetzt kommt dritte Folge, ne? Da war Absturz da, ne? Gibt's doch gar nicht. Zwei Folgen gemacht, jede zweite Folge Absturz, ne? Und immer hast du, er speichert ja nicht immer gleich, ne? Das ist ja das, ja, könnte man einstellen, ne? Zum Beispiel hier. Das speichere ich jetzt gerade. Gucken wir hier irgendwo. Das Maschinen. Aus, aus, aus. Alle 10 Minuten. Man könnte mal alle 5 Minuten machen. Dann wäre das Risiko nicht ganz so groß. Ne? Obwohl Speichern immer auch ein bisschen blöd ist. Ne? Obwohl ich auf SSD, da geht es eigentlich. Zu Weihnachten überlege ich mir auch mal was Neues zuzulegen, aber wie gesagt, überlege ich noch.
Es muss alles passen, ne? Also von der Grafikkarte her muss eine Steigerung da sein. Eine deutliche, ne? Der Prozessor muss auch eine Steigerung da sein. Gut, Arbeitsspeicher, da reichen mir eigentlich 16 bis 32 aus. Da kann man Notfalls auch allein nachrüsten, das ist ja alles kein Problem. Aber wie gesagt, Grafikkarte und Prozessor, das muss passen. Denn da ist zu teuer, die Teile, um das mal sagen können, wir kaufen mal neu. Das ist ein Blödsinn. Aber wie gesagt, Prozessor. Abstoß. Ja, liebe Zuschauer, das soll es heute auch so gewesen sein, dritte Folge. Dann sag ich mal Tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter, hoffentlich besser. Tschüss.